Am Beginn meiner medizinischen Laufbahn habe ich in Entwicklungsländern gearbeitet, dass mein Bedürfnis war, wirklich an der Basis der Medizin im Prinzip anzuknüpfen. Nach dem theoretischen Studium, ich war in Afrika, ich war lange Zeit auch in Nepal und es waren sehr erfüllende Jahre, weil es einen definitiven Unterschied macht in diesen Ländern, ob man als Person vorhanden ist oder nicht. Man verändert wirklich Schicksale von Menschen und das war eigentlich ein sehr schönes und auch sehr intensives Erlebnis für mich als junger Arzt. Die Orthopädie hat sich dadurch ergeben, oder meine Liebe zur Orthopädie hat sich dadurch ergeben, dass ich mich immer zum Bewegungsapparat hingezogen gefühlt habe, erstens, und zweitens habe ich eine leidvolle Erfahrung machen müssen im 26. Lebensjahr mit einer schweren Sportverletzung meines Kniegelenkes. Ich hatte 3 Operationen und musste mich eigentlich dann wieder zurückkämpfen, um wieder mich gut bewegen zu können und Sport wieder ausüben zu können. Das war eine große Herausforderung für mich. Und danach war mein Interesse am Bewegungsapparat noch größer, insbesondere für das Kniegelenk und das Hüftgelenk, die damals beide betroffen waren. Am meisten fasziniert mich in meinem Alltag, wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, er kann sich endlich wieder frei und ohne Schmerzen bewegen. Da erfährt man, ich glaube, der Dank des Patienten ist der größte Lohn des Arztes, wenn man das wirklich aus Freude macht. Ich habe ein sehr personalintensives und großes Team. Wir begleiten die Menschen auf ihrem Weg aus der Krankheit und aus dem Schmerz heraus, probieren möglichst viel zu organisieren, weil der medizinische Laie verloren ist in der Vielfalt der Möglichkeiten oder der Unmöglichkeiten unseres Gesundheitssystems. Wir helfen ihnen dabei. Und ich komme eigentlich als Turnusarzt noch, habe ich damals begonnen mit manueller Medizin, das heißt von der funktionellen, nicht-chirurgischen Seite die Menschen zu behandeln. Hier beginne ich meine Therapie und sie endet in dem, was ich dann zum Schluss erlernt habe in meiner Ausbildung, endet mit der Chirurgie. Und das Ziel ist natürlich immer, ohne Chirurgie auszukommen, aber die Chirurgie ist sehr erfolgreich und kann den Menschen eine große Beschwerdebesserung und auch wieder Mobilität verleihen. Also seit Beginn meiner Ausbildung bis zum heutigen Tag haben sich drastische Veränderungen, vor allem in der Operationstechnik und in der Implantathaltbarkeit und Größe getan. Also wenn ich denke, wie große Schnitte wir früher verwendet haben, wie blutverbrauchend Operationen waren, wie traumatisch operative Eingriffe waren und heute praktisch kein Blutverlust, ganz kleine Operationen oder Operationsnarben, atraumatische, muskelschonende Methoden und wie schnell die Patienten danach wieder gehen können. Die Patienten können ja noch während des stationären Aufenthaltes bereits ohne Krücken nach einer Endoprothetik der Hüfte oder des Kniegelenkes sich selbst im Zimmer bewegen. Das ist früher undenkbar gewesen. Das ist schön, das miterlebt zu haben und das ist schön, das auch an vorderster Front auszuüben. Doc-Finder-Bewertungen sind für mich als Arzt natürlich sehr interessant, weil man ungefiltert von Patienten hört oder liest, wie man gesehen wird. Und insbesondere gute Bewertungen sind natürlich nicht nur für mich sehr erfreulich, sondern sie sind auch ein Dank für mein Team, das sich sehr für meine Patienten einsetzt oder für unsere Patienten einsetzt. Ist das ein großes Dankeschön, wenn Sie lesen, dass Ihre Mühe um die Menschen sich bezahlt macht, indem das wahrgenommen wird und indem das vielleicht auch bemerkt und geschrieben wird. Das ist schön zu lesen.